Wie kannst du eigentlich am besten damit umgehen, wenn du jetzt schüchtern wirst, beziehungsweise alles, was du da so einfließen lässt, abgewöhnen dir möchtest und mehr oder weniger da reinkommen willst, dass das für dich funktioniert. Das heißt, du musst erstmal für dich herausfinden, warum bist du schüchtern? Das sind gewisse Ängste, die du hast, irgendwelche Ablehnungen oder dergleichen zu erhalten. Das möchtest du im Grunde genommen nicht. Du musst für dich herausfinden, okay, was ist denn das Problem, das einfach zu machen, da wo du jetzt gerade vor Angst hast, also schüchtern bist, irgendwo dir sagst, ich bin da aber noch ein bisschen so aufgestellt, dass ich für mich herausfinde, ja, ich habe da ein bisschen Berührungsängste oder dergleichen. Dann finde doch einfach mal für dich heraus, wieso, weshalb, warum ist das für dich so ein Problem? Weil das ist einem anderen Menschen überhaupt gar nicht so, dass er sich sagt, ja, ich habe ein Problem mit, dass du dich da gerade so zeigst, so aufstellst und so das Ganze nach außen bringst, weil der kennt dich gar nicht und der weiß auch gar nicht, wer du bist, im Grunde. Weil jemand, der dich so wahrnimmt, der sieht eigentlich nur, dass du ein Mensch bist und ihm eine Frage stellst oder was auch immer. Diese Schüchternheit belastet dich aus dem Grunde, weil du da etwas hineininterpretierst. Und das brauchst du nicht. Das ist für dich gar nicht maßgeblich notwendig. Du musst einfach nur für dich herausfinden, worauf kommt es dir an? Was ist der Kern von dem Ganzen, von dieser Botschaft? Und wenn du das für dich verstanden hast, dass andere Menschen gar nicht wissen, wer du bist und du das auch letztendlich genauso damit reinbringst, dann verstehst du das Ganze viel besser. Und dann hast du eine ganz andere Meinung von dem Ganzen. Aber sobald du dir einfach nur sagst, ja, was könnte denn passieren, dann passiert das meistens auch, weil du denkst, es ist wahr, das entspricht der Wirklichkeit. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Das musst du für dich herausfinden. Einfach jedes Mal, wenn du da an dem Punkt stehst, musst du dir ganz klipp und klar sagen, ja, was kann mir passieren? Gar nichts. Nicht mehr und nicht weniger als vorher. Und das ist das Entscheidende, wo du dann mit ansetzen solltest und vor allem damit anfangen wirst. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, mach das doch jetzt einfach mal. Teil das mit den Kandidaten, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht nur sehen, nicht verstehen, sondern vor allem auch umsetzen und anwenden. Und darüber hinaus findest du auf meinem YouTube-Kanal noch eine ganze Menge weitere Videos, wo du ganz genau vor Augen geführt bekommst, was gibt es denn da draußen für Möglichkeiten, die dir jetzt noch nicht zur Verfügung stehen. Aber dann spätestens, wenn du dir allesamt meine Videos vor Augen geführt hast. Und darüber hinaus schau, dass die Welt hinaus posaunt wird, weil du wirst größer, du wirst stärker. Und du weißt ganz genau, da gibt es bestimmt ein paar Kandidaten, wo du da den Nerven mit triffst, der dafür sorgt, dass die ganz klar irgendwann mal voraussichtlich herausfinden für sich, aha, da habe ich noch etwas gefunden, was ich gar nicht weiß. Mach da jetzt was draus. Mach das für dich. Am besten jetzt. Und ich freue mich auf unser nächstes Video zusammen. Mach da jetzt den ersten Schritt. Bis dann.